Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hearts Medicine, Time to Heal. Und ja, Daniel redet nicht mehr mit uns seit dem Unfall. Und ja, es ist alles so ein bisschen Drama, Drama, Drama kommt jetzt. Entschuldigung, kein Frosch im Hals. Aber es wird sich jetzt alles zum Guten wenden, aber ich denke mal schon, auf jeden Fall. So, was haben wir denn? Mit eigenem Tempo, jeder Patient hat sein eigenes Tempo. Stimmt, das habe ich das letzte Mal vorgelesen. So, dann bin ich mal gespannt, was das für eine Prüfung ist. Hm? Ah. Könnte interessant werden. Oh, Prozess. Sehr schön. Hm? Ah. Ja. Hm? Ah. Oh Gott. Oh Gott. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Oh Gott. Ah, das ist ja richtig mies. Hm? Ah. Hm? Ah. Hm? Ah. Jetzt will ich ein Kühlpack vorbereiten. Ach Gott. Oh Gott, dauert das lange. Hilfe. Oh, ist das schwer. Oh Gott, nur rote Herzen. Wieder nur. Oh Gott. Ich bin ja grausig. Ah. Schlecht. Ah. Komm. Komm. Ah. Können wir ein Kühlkissen vorbereiten? Huh? Nee, sie war als erstes da, glaube ich. Huh? Oh. Oh, das ist richtig schwer. Das dauert viel zu lange. Huh? Oh. Oh. Hm? Ah. Hm? Ah. Das dauert viel zu lange. Definitiv viel zu lange. Hä? Wieso nehme ich denn Kühlkissen? Oh Gott, jetzt bin ich komplett verwirrt. Huh? Oh. Boah, das ist richtig mies. Ah. 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 Oh Leute, das tut mir echt leid, aber das ist echt schwer. Wieso mache ich ihn jetzt? Ich bin verwirrt, das sind zu viele Leute. Hier, nimm dein Kühlkissen. Huh? Oh. Oh Gott, nur rote Herzen. Nur rote Herzen. Oh. Huh? Oh. Ah. Ah. Huh? Oh. Naja, das hat noch geklappt. Also das mit den Einrenken, das ist echt. Hä? Komm, komm. Hä? Oh. Hä? Oh. Da muss man ja echt schon vordenken. Huh? Oh. So, was möchtest du? Hm? Ah. Na, Moment, geht's. Aber das schaffe ich trotzdem nicht. So, was möchtest du haben? Einmal schnell einrenken. Zack, zack. Huh? Oh. Hm? Ah. Hm? Ah. Möchtest du ein Kühlkissen haben? Oh! Das dauert viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Oh, ist das mies. Wie sollst du das denn schaffen?
Also das schaffe ich nicht. Okay, du möchtest Tabletten haben. Und dann können wir euch entlassen und es wird kein Stern. Es wird kein Stern. Oder? Nein. 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 Schade. Schade, schade. Ja, soll ich es nochmal probieren? Ach komm, Leute. Wir probieren es nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann mache ich es halt nochmal so wie beim letzten Mal privat und dann ist gut. Dann probiere ich das privat nochmal und dann. Aber das dauert echt megamäßig lange. Also theoretisch bräuchte ich eigentlich alles einmal vorrätig. So Tabletten. Das und das. Ich nehme es einfach mal gucken. Ja toll, die Krücken kann ich natürlich nicht nehmen. Und das Kühlkissen. Das ist sehr schlecht. Oh Leute, das ist so schwer. Das ist echt schwer. Zack, zack. Ja, den Hammer habe ich jetzt natürlich nicht. Natürlich kann ich dir geben. Tabletten kann ich dir auch geben. So. Da füllen wir einfach auf und nehmen nochmal ein Handtuch. Komm, 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 komm. Zack, zack. Du gehst einmal dahin, du gehst einmal dahin, du gehst einmal auf die Treppe. Du möchtest ein Hand. Hallo? Du möchtest ein Handtuch. Was war denn das jetzt schon wieder? Okay, du kommst hier hin und dich einmal einrenken. Oh, wie kann man sich so viel ausrenken? Das ist ja unmöglich. Ich habe kein Kühlkissen, habe ich schon fertig gemacht. Oh, das war glaube ich falsch, dass ich das gemacht habe. So. Das haben wir auch. So, du gehst dahin. Zack, zack, einmal eingerenkt. Oh, Entschuldigung. Mein Frosch. Ja, oh, Entschuldigung. Oh Gott. Mein Frosch im Hals, der möchte rumquaken. Komm. War nicht so lang. Los! Allison! Ja. Das ist echt schwer. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. So, so, komm. Zack, zack, zack. Ah, Mann, das ist echt ärgerlich, wenn das nicht so klappt, wie ich das will. So, ein Handtuch habe ich. Guck mal, toll, wa? Gott, auf dich habe ich gar nicht geachtet. Oh Gott, ja. Komm, komm. Ja, sie ist schon richtig sauer.
Kann ich aber verstehen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es wird nichts. Glaube ich. Es wird nichts. Der eine wird es nicht bringen. 345, der wird jetzt nicht die Megapunkte bringen. Ja, 55. 5 blöde Punkte. Ja, ich mach's dann einfach außerhalb nochmal. So. Aufräumpflicht. Räume das Durcheinander im Zimmer auf. Level 34. Okay. Was meinst du damit? Es liegt wahrscheinlich an mir. Du hast mich auf ein Monstertruck-Rennen geschleppt. Ich meine, du bist nicht gerade das, was sich eine Frau für eine Beziehung wünscht. Wenn man den Tod vor Augen sieht, überdenkt man sein gesamtes Leben. Schon wieder diese alte Leier. Du wirst kein zweites Mal in einem Krankenwagen die Klippe hinunterstürzen. Richtig, Allison. Allison? Warum ist hier eigentlich immer so ein Durcheinander? Muss ich denn alles alleine machen? Was ist denn jetzt wieder los? Ja, was wohl? Das ändert auch nichts daran, Connor. Es war eine schöne Zeit mit dir, aber jetzt ist es vorbei. Alles klar, Connor wird absorbiert. Tja, das ist ja einsame Spitze. So, okay. Wir kaufen uns den mal. Damit die früher gehen. Hm? Ah. Princess kommt auch wieder. Sehr schön. Oh. Hm? Ah. Sehr schön. Hm? Ah. Bestimmt brauchst du ein Handtuch. Natürlich brauchst du ein Handtuch. Was denn sonst? Ah. Ja, du bekommst gleich deine Tabletten. Gleich, gleich. Sofort. Warte, Moment, Moment, Moment. So, ist alles gut, ist alles spitze. Noch bin ich beruhigt. Oliver! Aufgeräumt haben wir. Sehr schön. Eimer der C wieder komplett eingerenkt. Eimer entlassen. So. Zack, 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 zack. Hm? Du gehst einmal auf die Treppe. Du bekommst einmal Reflexe getestet. So, du möchtest ein Handtuch haben. Natürlich, hätte ich vielleicht auch vorher dran denken können. Aber nun gut. Ist ja alles nochmal gut gegangen. Hm? Step, step, step. So, einmal entlassen. Zack, zack, zack. Einmal einrenken. Einmal Tabletten holen, bitte. Tabletten holen. So, du möchtest ein Handtuch haben. Du kommst einmal hier hin. Na, wie der Kleine da rumschwingt, ist auch klasse. Ob das so heilende Kräfte hat, weiß ich nicht. Aber ich persönlich musste auch noch nie in meinem ganzen Leben Physio machen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir aber auch noch nie so, Gott sei Dank, was Schlimmeres getan. Ich habe mir auch noch nie was gebrochen.
Aber ich sag das lieber nicht zu laut, weil meistens passiert es dann, ja? Und das will man ja nicht. Obwohl man ja sagt, ein Bruch soll nicht so wehtun wie Verstauchung. Das, aber ich weiß es natürlich, wie gesagt, nicht. Ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen. Oh. Was geht denn dazu? Schließt mal bitte. Du möchtest Krücken haben. Du kriegst einmal was eingelenkt. Ja, ich bin so stark, ich bin so stark. Das ist Bruder. Bruder, Geschwisterliebe hier. Oh, alles klar. Drillinge, jetzt geht's los hier. Du möchtest was haben? Tabletten. Ich hab's irgendwie schon gedacht, dass du Tabletten haben willst. Aber meistens, wenn ich's dann nehme, ist es verkehrt. Der zweite Stern ist da, Gott sei Dank. Aber die Schicht ist auch gleich zu Ende. Also ich darf jetzt keinen Fehler machen. Wenn ich wenn ich volle Herzen, volle Sterne haben will. Ja, hellseherische Kräfte. Und der Therapiehundschild. Oh nein, das hätte ich natürlich. Komm, 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 komm. Schnell, schnell. Ah, das schaffe ich natürlich wieder nicht. Aber vielleicht könnte er noch. Du bekommst Tabletten. So, und dann geht's zum Entlassen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, und es hat gereicht. Gott sei Dank. Juhu. Oliver gefunden, Prüfung bestanden. Wunderbar, was will man mehr? Oh Gott. Neues Minispiel. Massage. Massiere deine Patienten und halte dich dabei an die Massagelinien. Tipp, wenn du auf einem Touchgerät, das tun wir nicht. Nein, Princess! Princess! Ich werde es niemals wieder in Ordnung bringen. Ich bin vielleicht nicht der klügste Kerl auf Erden, aber ich habe das Gefühl, du hast nicht das Chaos in diesem Raum gemeint. Da hast du recht. Warte! Ich werde dir eine Tasse Tee machen. Chance sagt immer, bei einer Tasse Tee vergisst man alle seine Sorgen. Wo hast du nur deinen Tee versteckt, du Kleiner? Wenn ich Daniel nicht dazu überredet hätte, seinen Vater zur Präsentation des Flügels einzuladen, würde Joe noch leben. Und Daniel? Aus dir wird eine tolle Ärztin werden, Allison. An so etwas darfst du nicht einmal denken. Letzten Endes kann man nur hoffen, dass man mehr Gutes als Schlechtes getan hat. Du wirst mir jetzt nicht glauben. Ich lasse es mir nicht anmerken, aber die Dinge gehen mir genauso an die Nieren wie dir. Konzentriere dich einfach auf die guten Dinge, die du getan hast. Du hast den Vater eines kleinen Mädchens gerettet, stimmt's? Oh. Es tut mir leid, Allison. Ich meine, ich wünsche mir das wirklich, aber nicht unter diesen Umständen. Da hätten sie sich feiner geknutscht. Doch andererseits möchte ich dich nicht noch trauriger sehen.
Lass uns einfach so tun, als wäre das niemals passiert. Okay, Allison scheint wirklich sehr, sehr, sehr verwirrt zu sein. Hetzen ist gefährlich. Hilft nicht mehr als 15 Patienten pro Minute. Oh nein! Gott! Hat hier jemand mal einen Tee getrunken? Keine Ahnung. Vielleicht waren es diese Teeräuber. Die sind gerade groß in den Nachrichten. Allison, hast du Daniel gesehen? Nein, aber er könnte nach Feierabend hier auftauchen. Warum? Er sollte wegen der Ereignisse beim Unfall aussagen. Er hat schon die zweite Anhörung versäumt. Er hat seit dem Unfall nicht mehr mit mir gesprochen. Ich möchte doch nur... Ist so schade, dass er wieder mit ihm redet. Sorry, ich hab's verklickt. Tja, mit mir redet er auch kein Wort mehr. Es tut mir so leid, Allison. Es ist nicht deine Schuld. Da bin ich mir nicht so sicher. Tja. Es ist doch alles nicht sehr einfach. Eine Minute, oh mein Gott. Oh. Okay. Vier habe ich jetzt. Ach du Schande. Was ist das? Massage? Ach, Massage. Okay, das ist toll. Dreh, dreh, dreh. Einmal krücken. So, ich kann benehmen. Hi, Oliver. So, du bekommst Tabletten. Du gehst einmal auf die Treppe. Entlassen. Oh, nee, du wolltest da hin. Oh, oh. Oh. Zack, zack, zack. Das wird knapp. Mir wäre lieber, ich hätte die Hälfte so. Oh. Lassen wir mal erstmal. So, du bekommst das Massage. Von wo starte ich denn? Oh, das ist ja. Das ist ja. Okay, noch ist alles gut. Oh Gott, wir haben noch nicht mal. Wir haben noch nicht mal einen Stern. Ja, die Kühlkissen sollte ich immer dran denken, vorzubereiten. Ich vergesse das immer, ehrlich gesagt. Du warst als erstes da und dann kannst du. Einmal einrichten, dann entlassen wir euch. Ein Stern. Wow. Zack, 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 zack. Drücken. Okay.
Wir warten noch einmal kurz. Oh, das ist mies. Das ist richtig mies. Das ist richtig mies. Oh Gott, die sagt doch, das gefällt mir. Nein. Du willst auch ein Handtuch haben. Natürlich willst du ein Handtuch haben. Zwei Sterne. So, kleiner. Oh, dieses nicht stressig sein, das ist echt mies. So, du kommst jetzt hierhin. Du kommst dahin. Du möchtest ein Handtuch haben. Du möchtest Massageöl haben. Jetzt kommt wieder die Massage. Okay, das hat jetzt geklappt. Ja, wunderschön. Ja, Gott sei Dank. Es ist zwar immer wirklich sehr, sehr knapp, aber okay. Solange geschafft, geschafft ist geschafft. Zeit für einen Spaziergang, Princess. Schwing die Hufe. Ein wenig frische Luft würde mir wirklich gut tun. Danke für die Einladung. Du bist doch nicht an der Reihe. Du musst dich hinter ihr anstellen. Ah, schön. Schön. So, dann machen wir nochmal die Prüfung. Emily in der Kantine hilft Emily in der Krankenhauskantine. Das probieren wir jetzt nochmal. Da werden wir jetzt auf jeden Fall den Diamanten kriegen. Aber es ist ganz schön viel hinzugekommen, muss ich sagen. Holla die Waldfee. Salat, glaube ich, ist neu. Oder? Täusche mich das? Kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Du möchtest... Oh Gott, wo waren die Cocktails? So, du möchtest einen Muffin haben. Du kommst ans Tablett. Du kommst auch ans Tablett. Du kriegst einen Cocktail. Du bekommst Chips und einmal Wasser. So, du möchtest dich hinsetzen. Du kommst einmal ans Tablett. Du möchtest einen Keks haben. Du möchtest einmal das hier haben. So, du setzt dich einmal hin. Ich glaube mit allem, würde ich behaupten. Du setzt dich hier zum Herrn. So, einmal kassieren, einmal machen. So, du setzt dich auch hier hin. Immer schön in der Nähe von mir. Du bekommst ein Stück Kuchen. Du bekommst die rote Tomatensuppe. Du kommst einmal hier hin. So, ach du Schande. Und ein Keks, und ein Keks, und ein Keks. Wie soll ich das? Oh Gott. Und da geht's los, da geht's los. So, du kommst einmal ohne Salat. Ja, Entschuldigung. Oh, Kaffee. Ich hasse Kaffee. Kaffee und Tee ist echt sowas von ätzend gemacht. So, du bekommst das mit allem. Du kommst nochmal hier hin. Du setzt dich dahin. Du möchtest einmal das haben. Du setzt dich dahin, habe ich gesagt. Wieder. Angesäuert, unsere Ruth. Die ist auch eigentlich so lieb. Allison. Allison hat auch Hunger. Mal gucken. Hier ein Stück Torte. Nervennahrung.
Von A setzt sich dahin. Okay, er hätte sich auch da hinten hinsetzen können, aber gut. Oh, du willst auch noch einen Kaffee haben. Ist nicht dein Ernst. Connor macht mich nervlich fertig. So, du möchtest einmal das haben. Du bekommst... Ja, Allison hat echt wirklich Kummer. Die zieht sich sehr viel Süßes rein. Hoffentlich redet Daniel bald mal wieder. So, Connor, hier dein Kuchen, damit das auch ja alles schnell geht. Hier, Allison. Oh Gott, Allison. Du kriegst einen Zuckerschock, Allison. Allison kriegt wirklich einen Zuckerschock. So, du bekommst einmal Chips. Du sitzt dahin. Allison mampft und mampft und mampft. Aber ihr geht's jetzt wieder gut. Das ist sehr schön. So, du kommst dahin. So, Tee, nein. Und Kaffee. Der Kaffee hat nicht geklappt. Ah, mies. Ist er schon wieder da? Oh Gott. Ich sag ja. Also die Kantine ist echt so schwer. Das ist wirklich, weil man die ganze Zeit mit Krankenhausutensilien zu tun hat. Und dann urplötzlich kommt eine Kantine, das ist sehr verwirrend irgendwie. Schicht fertig, oh mein Gott. Wir kriegen vielleicht 2 Sterne. Ja, 2 Sterne, so, ja, 2 Sterne. Wow, wir haben den 3. Stern geschafft? Wow, wir haben die Prüfung bestanden, das hätte ich nicht gedacht. Ha, cool, super, das freut mich. So. Level 36, Sophia sucht nach dir. Verstecke dich vor Sophia. Oh, schön, wir kriegen Besuch von der kleinen Sophia. Aber ich würde sagen, das machen wir einmal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Hearts Medicine Time to Heal. Macht's gut, Leute. Tschüss.